Mittlerweile sind wir die ersten Schritte als Seelenfänger sozusagen gegangen und sind nun in der Lage, uns neue Yokai-Freunde per Vermittlungsservice sozusagen, ja, zuweisen zu lassen, ihr lieben Leute. Das hatten wir in der letzten Folge erfahren. Jetzt soll es nun endlich weitergehen. In der nächsten Folge, Folge 9 von Yokai Watch 4. Boku de wa onaji sora o miageteru. Weiter geht's mit der nächsten Quest, die ihr oben seht. Die erste haben wir erfüllt. Wir waren am Tapu-Tapu-Teich und haben da dieses menschenfressende Kraut, dieses Pflänzchen niedergerungen. Und nun seht ihr, die nächste Mission heißt Yoromamotoke no Gachimak, was so viel heißt wie das Zeichen des glubschäugigen Mannes. Ey, das klingt aber ziemlich gruselig. Mal gucken auf der Karte, wo wir das finden. Das ist nicht die Karte. Ich weiß, das ist die Karte. Ich drücke mal den falschen Tasten. Ist das schon markiert? Oder? Ach nee, wir müssen... Hier! Da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Ist das entsprechendes? Müsste es sein, ne? Ich gucke sonst mal bei Quest. Jetzt sind wir da. Da, Quest. Questo, Questo, Questo. Da wollen wir hin. Hi! Dann nehme ich mal... Markiert das mal auf der Karte. Trophäen. Sind wir natürlich auch jetzt wieder schön ausgestattet worden. Wo ist eine tolle Trophäe? Wo ist eine tolle Trophäe? Wo ist die Trophäe? Wo ist die Trophäe? Da, der erste Schritt. Das haben wir schon längst gehabt. Was? Wo ist sie? Egal, komm. Brauchen wir nicht. Watch Skill? Die Watcher Skills? Ach ja, Thomas. Guckt ihn euch an. Denn auch er kann natürlich jetzt seine Skills verbessern. Ich glaube, der muss mal ein bisschen was für die Muckis machen. Der sieht so ein bisschen wie aus wie so ein Hämpfling. Da müssen wir was machen. So, Regeneration der Stamina. Da muss man ein bisschen fitter werden. So, dass man ein bisschen Stamina regeneriert. Da können wir mal ein bisschen mehr Punkte reingeben. Sind die Punkte eigentlich pro Charakter, oder? Ich muss mal kurz gucken. 11 Punkte? Oder hat sie... Nee, sie hat eigene, alles klar. Ja, können wir auch neue Skills dann auch wiederum kriegen. Hier zum Beispiel... Ach, alles klar. Das Aussaugen der Yokai-Punkte. Geht das auch bei Seelen, dass man besser Seelen saugen kann? Sonst machen wir mal bei ihr hier Yokai-Punkte gut weggesaugt werden. Die kann richtig schön dann... die Punkte da an sich ziehen. Okay, hier auch. Da kann man die besser dann anvisieren mit und dann noch besser die Fertigkeiten ausnutzen. Was ist denn hier? Bei der Liebe. Die Liebe. So, was geht denn hier? Ah, okay, das ist jetzt für ihn besonders, weil er, wenn man Genma oder Omatsu beschwört, dann kann man besondere Fertigkeiten nutzen. Und so die HP der Kameraden verbessern. Und wenn man Benkei beschwört, kann man diese Fertigkeit benutzen. Schaden zufügen und Verteidigung seines Teams verbessern. Ach, das ist ja cool. Ich habe aber weder Genma noch Omatsu noch Benkei. Was soll ich denn damit? Freundschaftsskills vielleicht davon? Hier, Seelensaugen. Ah, cool. Da können wir besser Seelensaugen, dass der die Wahrscheinlichkeit höher hat. Das machen wir. Thomas ist jetzt unser offizieller Seelensauger. Komm. Saug die Seelen! Konsolidierung ab zu. Zweifach Stärkung. Jetzt brauchen wir 10. Also dann lassen wir das. Müssen wir wieder ein paar mehr Punkte sammeln. Okidoki. Wir gehen mal weiter. Ich muss immer daran denken, dass ich auch mal ein bisschen scanne. Was haben wir denn hier? Achso. Machikudasai. Erstmal den Knopf gedrückt, dann. Damit, wir gleich grün kriegen. Music Card. So, dann gehen wir mal rüber. Ah, nochmal ganz schnell wieder rüber. Hier können wir was kaufen. Ach, das ist ein Brotwagen. Herzlich willkommen, sagt die Brotverkäuferin. So, hier ist bei der wunderschönen Bäckerei auf zwei Rädern. Willkommen hier, kaufen wir was. Also, das ist sozusagen die schön, dass das Brot schön weich und knuffelig. Sandwich können wir hier und Cream Pan. Auch geil, ne? Oh. Ey, wie lange habe ich im realen Leben kein Croissant mehr gegessen? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, weil ich das letzte Mal in meinem Leben Croissant gegessen habe. Ist bestimmt schon 10 Jahre her. Wenn nicht sogar länger. Möchtest du nochmal direkt gucken? Dann entscheide dich, wenn du was... Nee, ich will nichts mehr. Ich habe kein Geld dafür. Ich habe nur Geld für meine Yokai. Hier, Familienausflug. Lange. Und Michi, was machst du denn da? Natsume! Es gibt große News! Nun, du siehst doch die beiden dort, ne? Die scheinen über Gerüchte hier zu sprechen.
Kann es sein, dass es vielleicht etwas mit einem der besonderen Vorfälle zu tun hat? Also natürlich ist das für mich das Einfachste überhaupt. Ich als dein persönlicher Ritter, Natsume, werde solche Informationen noch auf die Schnelle kriegen. Piece of Cake mäßig. Dann sprechen wir mal hier. Was ist denn hier? Was hat's denn hier auf sich? Das ruhige Mittelschulmädchen. Was sagt ihr? Hier in letzter Zeit gehen Gerüchte um, ja? Über wundersame Dinge. Möchtest du die erfahren? Nun, du musst wissen. Es geht mir gar nicht aus dem Sinn. Die Geschichte über den glubschäugigen Mann. Ein Bewohner der Sakuragi Hills, ja, hat erzählt, dass er die ganze Zeit von einem glubschäugigen Mann betrachtet wird. Das ist so eine Geschichte, die glaubt man doch für gewöhnlich nicht, oder? Wenn du Interesse daran hast, ne, dann kann ich dir mehr erzählen. Aber willst du das überhaupt? Ja, klar, deshalb bin ich doch gekommen. Das ist es doch. Das ist genau die Quest, die wir suchen. Und ja, das machen wir mal. Da gibt's auch dann ein Buch, Lexikon einmal nach, über Ausrüstungsgegenstände. Also dann erzähl ich dir das natürlich. Nun, über den glubschäugigen Mann. Da gibt's tatsächlich Augenzeugenberichte von verschiedenen Stellen, die davon gesagt haben, ne? Obwohl viele gesagt haben, dass sie den Schatten sehen konnten von einem extrem muskulösen Mann, ja, haben sich umgedreht, da war niemand auf einmal, ne? Die haben die Quelle des Schatten nicht gesehen. Und jemand hat die Gestalt gesehen und gesagt und ihm dann entsprechend den Namen Yorome Otoko, also glubschäugiger Mann, gegeben. Und was diesen glubschäugigen Mann anbelangt, scheint er in der Gestalt eines Bewohners hier sich festzusetzen. Und der läuft dir die ganze Zeit durch die Gegend und versprüht eine komische Aura, spürt man dann. Vielleicht ist diese die wahre Gestalt dieser Aura der glubschäugige Mann. Irgendwie sowas, das denke ich. Du guckst mich so an, als würdest du wissen wollen, wo man diese Aura spüren kann. Wenn du die Straße einfach weitergehst, ja, da ist ja der Händler, der Laden, und da ist ein Haus in der Umgebung. Und ich weiß ja nicht, vielleicht hat er irgendwie eine Verbindung zu dieser Welt gehabt, vielleicht einen ursprünglichen ehemaliger Bewohner oder was, die Seele von dem. So in etwa geht die Geschichte vom glubschäugigen Mann. Ich hoffe, du findest ihn. Eieiei, okay. Die Quest geht jetzt weiter. Guck mal, ist es hier? Da geht's auch noch weiter, aber ich glaube, wir müssen erstmal uns jetzt der Straße wieder annehmen. Wir gehen mal runter. Und folgen einfach mal dem Gehweg. Ich benutze mal mein Radar, weil ich immer hoffe, dass wir vielleicht noch irgendwo ein paar Seelen rausreißen können. Ach, das war hier schon. Ist das denn da? Ah, nee. Komasan, hilfst du uns? Also wir sollen jetzt Hinweise über den glubschäugigen Mann finden. Vielleicht hilft uns ja Komasan. Oh, du! Du bist gerade zum perfekten Zeitpunkt gekommen. Also ich war hier gerade beim Gassigang, bin hier lang spaziert und habe ein komisches Vorhaben gehabt, ja? Dachte ich gerade, ich benutze mal den Navigationshund und ruf den mal her. Ja? Und diese sonderbare Vorahnung, ja? Versteckt sich dort in der Wand offenbar. Benutze mal deine Uhr und such mal danach. Aber ich weiß nicht, ob da was rauskommt, ja? Pass also bitte auf, dass dir nichts passiert. Wo denn? Hier? Hier vorne? Tome hofft auch, dass er Informationen über den glubschäugigen Mann findet. Hier irgendwo? Ach da, das Zeichen. Ah, das ist die Markierung. Oh. Ein sonderbares Zeichen haben wir gefunden. Hat das was mit dem glubschäugigen Mann zu tun? Ist das ein Zeichen? Was ist das? Das sieht aus wie ein Zeichen. Oh, das sehe ich zum ersten Mal, meint auch Komasan. Wenn selbst Komasan das nicht weiß, meint Aki Noni. Was ist das in aller Welt? Natsume Swan! Mann, das erinnert ein bisschen an Sanji aus One Piece, der immer Nami Swan ruft. Das ist ein ganz verliebter Gockel, du.
Haha, ich habe ein paar neue Informationen über den glubschäugigen Mann gekriegt. Dieses Zeichen. Kennst du das zufälligerweise, Michi? Selbstverständlich, dieses Zeichen, nun ja. Dieses Zeichen ist... ja, das dreieugige Zeichen. Das wunderschöne, glubschäugige Zeichen, das als Zeichen dafür steht, dass ich immer an deiner Seite bin, meine liebe Natsume. Es ist auch kurz und wird es auch als Kakudemichi bezeichnet. Der versteckte Michi. Die wahre Gestalt des glubschäugigen Mannes? Warst du also gewesen, Michi? Hm? Ja, ja, es scheint so zu sein. Was tust du noch, Michi? Ha, ei! Und Moment, aber dieses Zeichen? Warum ist es hier? Oh, gute Frage, Thoma. Dieses Zeichen nun ja? Ich möchte ja Natsume beschützen. Und diese inbrünstige Leidenschaft, die in meiner Brust pocht, ja, die driftet so aus mir raus, schlagweise, dass ich nun dieses Zeichen, dieses dreieugige Zeichen letztendlich, das hat sich dann so die Verkörperung von meiner Leidenschaft, ja? Und es hat sich überall verbreitet, hier und dort zeigt es sich. Dort, wo Natsume hingeht, überall wird auch dieses Zeichen erscheinen. Das muss aber nicht erscheinen, Michi. Ohne dich braucht das nicht. Das ist aber echt ein grenzdebiler Supertrottel. Also ganz schwerer Fall von Idiotie, die er zeigt. Ey, Koma-san, können wir nicht was mit dem Zeichen machen? Ja, du hast recht, mein doch, Akinori. Es gibt bestimmt auch Leute, die Angst davor haben. Wir müssen es irgendwie loswerden. Loswerden? Es wird schwer, es wegzumachen. Es gibt nur einen Weg, um seinen Effekt zu annullieren. Ein Zeichen, das dich beschützt, ja, die ganze Zeit, wenn es das so ist, dann solltest du es einfach nur finden. Ja, weil es versteckte Zeichen ist. Ich verstehe. Wenn wir es finden und wenn wir es suchen und finden, dann verschwindet auch der Schutzeffekt sozusagen. Und Thomas sagt jetzt, ha, das ist ja echt ziemlich heftig. Auch irgendwie normal, ja? Was? Das ist doch nicht normal? Alltäglich? Nun, du bist ja sozusagen der die Zeichen hier hingesetzt hat. Du müsstest uns doch auch eigentlich ein paar Tipps geben können, oder? Du musst doch wissen, wo ich die finden kann, die Teile, die Zeichen. Oder etwa nicht, du als hier Obermacker. Natürlich Hinweise. Bitte hierher. So, Mitsumata Mark, das Zeichen. Als App. Eine App? Heißt es, da sind nur Hinweise darüber aufgeschrieben? Kein Problem. Du kannst sie finden, Natsume. Weil ich mich entschuldigen möchte dafür, dass meine Zeichen hier zu einem derartigen Vorfall geführt haben, ja? Habe ich hier ein paar tolle Preise, hochklassige Preise vorbereitet, die du dann kriegst, je nachdem, wie viele du findest. Was? Irgendwelche tollen Preise? Ah, das ist schon interessanter. Ich verstehe, meint auch Kuma-san. Mann, ich habe aber komische Vorahnung, ganz ehrlich, nichts anderes. Und Akinori meint, ja, dann lass uns so viele finden wie möglich, um die Preise zu kriegen. Und Thomas meint, großartige Dinge, die wir von dir kriegen. Kriegen wir da irgendwie Tickets für eine Weltreise oder sowas? Ach, nein, ihr habt doch gar keine Ahnung. Das ist natürlich nur was für Natsume. Nun, das habe ich mir schon gedacht, mein Akinori. Ach, du machst es gut, Natsume. Ach, Natsume. Wenn du ein Zeichen findest, dann sprich mich bitte an. Denn all die Gedanken, die ich hier verstreut habe, für dich, Natsume, wenn du sie alle findest, ja, ich freue mich drauf, das mit anzusehen. Dann gibt's was Tolles für dich, Natsume. Ich habe noch nie solche Idioten gesehen wie dich, mein Koma. So, damit haben wir das Problem auch schon gelöst, bereinigt und diese Quest erledigt. Letztendlich ist es nur eine Neuerung auf unserem Pfad. Es gibt also auch noch Sammelgegenstände in Form dieser Zeichen. Da kümmern wir uns natürlich drum. Und dafür kriegen wir jetzt hier das große Lexikon der Ausrüstungsgegenstände, der Verteidigungsgegenstände, meine ich. Sehr schön. Wollen wir da noch so ein Zeichen suchen vielleicht? Oder finden? Womöglich sogar? Das wäre doch was. Ach, es passiert wieder was.
Und nun spricht Hukun und sagt: Lord Kaida, das Tor der Welt ist geöffnet. Soga. Und hier der Schlangenkönig Kaida. Es ist also erschienen, wie es mir überliefert wurde. Und Raichan, das sind kleine Abwandlungen von Raijin und Hujin, dem Donner- und dem Windgott, hier in kleiner Form womöglich. Raichan sagt jedenfalls, der kleine Donnergott hier: Es passieren schlimme Dinge in der Welt der Menschen. Und Kaida, der Schlangenkönig, sagt: Ach, ja, ich habe schon gehört, dass dort verschiedene seltsame Türen erscheinen. Wir müssen uns also beeilen und sputen. Solange ich weg bin, kümmert ihr euch bitte um den Ort hier. Ja, verstanden. Selbstredend, da kümmern wir uns drum. Ha. Okay, dass die Türen, die die Welten verbinden, ja? Dass der Schlüssel dazu wird wie folgt: Der Mensch sein, der von der Yokai Watch auserwählt wird. So schreitet er durch das Tor. Und wir laden uns zurück nach diesem kleinen Storypart. Und so erzählt sich die Geschichte weiter und weiter. Und wir sind wieder zurück im Park. Guten Morgen, alle miteinander vom Detektivclub. So, unser Kampf ist natürlich noch lange nicht zu Ende. Auch heute werden wir so schnell wie möglich den nächsten Fall hier auflösen. Ich habe natürlich keine Yokai Watch, deshalb, nun überlasse ich den Kampf euch beiden. Oh, was haben wir denn jetzt für eine interessante Erkenntnis? Whisper spricht nun. Was Toma anbelangt, so kann er ja auch eine weitere Beschwörung machen, und zwar den Hudomyo-o. Die Gottheit Hudomyo-o kann er beschwören. Oh, das ist schon eine ziemlich krasse Sache, ne? Aber ich kann das nicht aus eigener Kraft machen letztendlich. Ich kann die Kraft noch nicht ausnutzen. Er muss es also noch lernen. Ja, ist schon alles in Ordnung, mein Whisper. Es wird schon irgendwann der Moment kommen, wo du es auch kannst. Wird er erkennen. Die Erwartungshaltung ist groß. Wenn ich es schaffe, ihn zu beschwören und seine Gestalt anzunehmen, dann könnten wir natürlich weitaus besser kämpfen, ne? Der Hudomyo letztendlich. Aber jetzt gegenwärtig sind wir noch nicht in der Lage, dass wir uns darauf verlassen können. Weil das kommt wahrscheinlich erst nach einem bestimmten Level, ne? Ich würde ihn aber gerne schnell nutzen können, ne? Also, ihr müsst wissen, Hudomyo ist glaube ich, ein Gott des Feuers in der buddhistischen Folklore. Und das wäre schon cool, wenn wir den nutzen könnten. So, das wäre das auch gewesen. Hier noch was Schönes? Ah, da ist er, da wird uns das angezeigt. Hier. Na? Was erscheint da? Eine Verschmutzung. Eine Yokai-Verschmutzung. Da sagen wir mal. Die Angriffe werden natürlich zurückgeworfen. Und so sammeln wir noch was ein. Ein Joghurt! Yokai-Joghurt, ja, sozusagen. Na, ist er der Kokeshi-Puppe? Komm mal hier hoch. Das Spiel ist wirklich so vielseitig, da kann man so viele schöne Sachen machen. Wahnwitzig. Und Ginyu-Milch! Haben wir auch noch gefunden. Noch irgendwas zu checken sonst? Sonst würde ich sagen, wir können noch mal ganz kurz gucken, ob wir irgendwo noch Michi-Mark finden. Oder die App uns noch mal anschauen, dass wir das auf jeden Fall noch mal haben. Ist auch hier schon erschienen auf der Seite. Gehe ich mal auf den Reiter da. Und das ist bei der Müllstation der Michi. Ah, und rechts, wenn wir die jetzt anwählen, wie viele sind es denn insgesamt? 11 Stück haben wir hier. Und rechts gibt es einen Hinweis von Michi. Wie zum Beispiel beim zweiten, da wird gesagt, hier in den Sakuragi Hills auf dem Dach eines Parkplatzes, da ist ein komische Vorahnung. Dach eines Parkplatzes. Gucken wir mal auf die Karte. Wartet, die Karte natürlich. Parkplatz, hier vom Parkhaus oder sowas?
Parkplatzdach. Vielleicht da bei der Gasha-Maschine, bei dem Yokai Maten? War da was gewesen? Ich weiß es gar nicht. Eklige chinesische Medizin haben wir da gerade aufgesammelt. Was ist er denn eigentlich für einer? Der ist auch dubios. Oh, für meine Gesundheit laufe ich gerne zu Fuß, anstatt das Auto zu benutzen. Aber es ist schon anstrengend, muss ich sagen. Ich denke, ein Fahrrad wäre da besseres Training. Na gut, kann ja sein. Ey, das Spiel lädt echt dazu ein, hier noch mehr zu erkunden und zu ergründen und mehr Informationen zu sammeln. Das ist ein Carport zumindest, aber ich glaube, das ist kein Michimark, ne? Parkplatz irgendwo beim Dach da. Ich hätte gern wieder eine Münze, aber da habe ich noch nichts gefunden. Ich habe leider keine Münze, deshalb kann ich den Automaten nicht anschmeißen. Schauen wir hier nochmal. Da ist eine Kiste. Guckt mal hier. Und hier gibt es auch eine wunderschöne Yoyaku Hyjidaren. Also eine Yokai-Medizin. Schauen wir mal, inwiefern wir die dann auch noch nutzen können. Ich will einmal noch hier oben was gucken. Vielleicht finde ich ja irgendwas auf dem Privatgrundstück. Cream Pan, also ein Cremebrötchen gefüllt. Ich lasse natürlich immer stets das Radar auch hier laufen. Schön Yokai grünen Tee haben wir aufgesammelt gerade. Guck mal, das Nutzen, was wollen wir jetzt eigentlich auch nicht machen? Kein weiteres Zeichen zu sehen, ne? Da können wir auch nicht weiter. Noch sind wir auch sehr eingeschränkt, was die Orte anbelangt, wo wir hin können. Irgendwo im Haus vielleicht, in der Fassade. Da müssen wir mit unserer Uhr ein bisschen mehr gucken. Aber das können wir auch das nächste Mal machen. Einen haben wir ja storybedingt schon gefunden. Das nächste Mal machen wir hier weiter, ihr lieben Leute. Und bis dahin könnt ihr natürlich einen Kommentar hinterlassen, liken, abonnieren, falls noch nicht geschehen, die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und beim nächsten Mal geht's weiter hier bei Yokai Watch 4. Bis dahin, gabt euch wohl und auf Wiedersehen.